Wir haben Freitag, den 8.9.2017, es ist 2:05 Uhr in der Nacht und mein YouTube-Kanal Bernhard TV hat 760 Abonnenten und 123.000 noch was Klicks, liebe Leute. Ja? Heute geht es endlich muss man sagen, ja, wieder um Bundesliga-Fußball. Es ist eine absolute Frechheit, ja, 300 Jahre gefühlt Sommerpause, zwei kurze lecker bisschen so Häppchen wird uns zugeworfen, so dann direkt wieder Länderspielpause. Er braucht diese Kacke, Mann, ja. Aber egal, es geht weiter mit Bundesliga-Fußball, liebe Leute. Gladbach gegen Eintracht Frankfurt, der steht an auf dem Programm dieses Wochenende. Alles andere in der Bundesliga ist mir scheißegal. Tut mir leid. Fans anderer Mannschaften, ja, freut euch, wenn eure Mannschaft gewinnt. Ist mir auch egal, aber freut euch euch, ja. Hier geht's um Eintracht, ja. Eintracht ist das Einzige, was hier zählt, ja. Alles andere. So, wir spielen gegen Gladbach, ja. Gladbach, Gladbach, Gladbach. Das schöne Gladbach, ja. Was kann man da sagen gegen Gladbach? Mönchengladbach, ja. Ich habe hier natürlich hier ausgiebig, habe ich mich jetzt die letzten 5 Minuten hier mit der auf Kicker. Ich müsste eigentlich auch mal von denen gesponsert kriegen, so oft wie ich Werbung für die mache, ja. Ey, das ist eine gute Idee. Wenn jemand von euch Kicker kennt oder irgendjemand Kontakt hat oder mir sagen kann, an wen ich mich wenden soll, dann ich check das ab, ja. Ich will auch von denen Geld kriegen, ja. Ich mache die ganze Werbung für die. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich habe mich ja mit denen beschäftigt hier, mit dieser Gladbacher Aufstellung vom letzten Spiel gegen Augsburg. Ja, gegen Augsburg kann man auch schon mal gewinnen, ja. Und ja, haben die ja geführt, geführt, geführt und haben die, glaube ich, in der letzten Sekunde noch ein Gegentor bekommen. Aber gut, bei Tipico 40 Euro gewonnen, deswegen. Ja, danke, Gladbach, super. Ja, gut, Gladbach, ja, was haben die da? Dieter Hering, das ist der Trainer von denen, ja, der deutsche Ray Liotta, kennt ihr Ray Liotta? Gibt euch den Vergleich, ich schwöre, das ist Mafia-Trainer ohne Witz. Und ja, Aufstellung, Aufstellung, Gladbach. Ah, das erste Spiel so knapp mit 1-0 gewonnen. Jetzt haben die 2-2 gegen Augsburg gespielt. Ja, ich glaube, die erhoffen sich schon was von der Saison. Ja, das können sich immer ganz schnell abschminken gegen Eintracht Frankfurt. Und die restliche Saison, ich glaube ehrlich gesagt, die werden so im Mittelmaß verschwinden, weil das da Gladbach jetzt mal übertreibt man nicht eure Rolle hier, ja. Im Tor, ja, guck. Da fängt schon an, Sommer, ja. Sommer ist vorbei, ja. Vorbei, brauchst gar nicht zu kommen. Vorbei, im Herbst ist jetzt, ja. Wenn du Herbst heißen würdest, oh, wie der Dings, der Stromberg-Schauspieler, ja. Er ist so Herbst, ja. Der jetzt der Richtige, holt mal den ins Tor für euch, ja. Ja, dann hinten rechts, ja, wenn die so spielen wie gegen Augsburg, der LLW, die Ritter, ja, der Jedi Ritter da. Dann, teuerster Neuzugang der Geschichte bei denen, ja, hinter Ginter, ja, der Frauenknast, ja, haben die ihn geholt für, ich weiß, wie viele Millionen, absolute Geldverschwendung, ohne Witz, hättet ihr auch mich da reinstellen können, ihr Trottel, aber okay, euer Problem, das ist gut für Eintracht. Westergaard natürlich, dieser, was weiß ich, ob da noch ein Mensch ist, ja, keine Ahnung, von wo der kommt, ja, das ist der könnte bei Game of Thrones spielen, so irgendwie, ohne Make-up, einfach so spielen, irgend so ein Krieger, ohne Witz, ja, Westergaard, ja, Gegenteil von Bodyguard. Wendt, Wendt, ja, Wendt, Wendt, ein Lichtlein brennt, geh mal nach Hause, bei dir brennt Licht, Digga, ja. Ja, Kramer, 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 der von Dings, kennt ihr, Seinfeld, ey, ich schwöre, ihr seid so jung, alle, seid ihr noch, wer kennt Seinfeld von euch? Ohne Witz, wenn ihr Seinfeld nicht kennt, Verbrechen, ja, ihr müsst alle sofort Seinfeld gucken, das muss man kennen, ohne Witz. Und, defensive Mittelfeld noch, Zakaria, ja, Zakaria, ey, das klingt voll wie, kennt ihr auf Englisch, Diarrhea, ja, wisst ihr, was es das heißt, ja, für, Diarrhoe, ja, Diarrhoe, ja, für alle meine Zuschauer, die ihre schulische Laufbahn schon nach dem Kindergarten abgebrochen haben, ja, Diarrhoe, ja, Dünnschiss, Diggas, Dünnschiss, ja, richtig, wenn ihr so kackt und eure Kacke hat das Aussehen und die Konsistenz von Cola, ja, aber schmeckt nicht so, probiert es nicht, ich weiß es, ja, so, ja, vorne rechts Hermann, ja, Hermann, also Hermann. Er sieht schon so lustig aus, den kann man. Hazard, ja, und dann Stindel, Stindel, ja, und Stindel, ja. Das ziehst du so im Mundwinkel, wenn ich hier in den Mund pinkel, ja. Ey, das ist jetzt einfach das absolut nichts gegen dich, Digga. Ja, es ist einfach so über mich gekommen, ja. Raphael, ja, der rote Power Ranger ist auch Power Ranger. Turtle, rote Turtle, ja, ist auch am Start. Ja, es ist so eine bunte Truppe, ja. Superhelden, Neti-Ritter, ja. Game of Thrones, Dünnschiss, alles am Start, ja. Sitcoms, ja. Zirkusmannschaft, das ist ja wirklich Zirkusmannschaft. Ja, ey. Butter bei den Fischen, ja. So, Ginter, keine Ahnung, ja. Hinter Frauen, Ginter, der Frauenknast, ja, der ist, nee, Westergaard, ja, der muss man aufpassen vor dem Bällen, das ist, keine Ahnung, der ist einfach unfair, ja, 8 Meter größer als jeder, also Gegenspieler von ihm.
Ja, Kramer. Er ist irgendwie Weltmeister geworden. Ja, ich weiß auch, er weiß aber wahrscheinlich nicht wie. Dünches ist da auch daneben im Spiel, braucht kein Mensch, ja. Hazard ist ein guter, ja, kann man nicht sagen. Ach nee, das ist sein Bruder. Der ist gut. Der ist. Das ist dein Bruder. Ich dachte mir gerade, sein Beispiel war Gladbach. Ach. Hier, dieser Stindelwindel-Pinkel, ja, und der rote Paul Törtel, ja, von dem muss man aufpassen. Die sind immer von Törchen gut, ja. Dieser Stindel, der gefällt mir gar nicht. Also, es gefällt mir nicht, dass er oft gegen, dass er oft mal ein Törchen macht gegen, also, gegen, ja, weil der macht generell Tore, ja. Gegen uns macht er lieber gar kein dieses Spiel, ja. Dieter Hering, sag ich ihm direkt, ja. So, ja, Hack auf diese Mannschaft, beschäftigen wir uns nicht damit. Da kommen wir ja zur besten Mannschaft der Welt, Eintracht Frankfurt hier mal wieder, liebe Leute. Ich mache kurz Pause, ich will nicht, dass die Kamera einfach ausgehen wollen. So, geht weiter. Ja, also ja, Eintracht Frankfurt, endlich dürfen wir wieder ein Spiel genießen nach diesen zwei Spielen, die wir da hatten. Das war ja eine größte Katastrophe, die man sich die Menschheit vorstellen kann. Ja. Ja, zwei Gegner komplett, ja, an die Wand genagelt, ja, und zerstört und ey, wirklich, es war einfach perfekt. Das Einzige, was gefehlt hat, waren 8 Tore. Ja, also ey, mindestens hätten 8 Tore da rausspringen müssen. Pfosten, Latte, kein Elfmeter gekriegt. Egal, hin oder her, Videobeweis, scheißegal, ich will den haben, diesen Elfmeter. Ja. Irgendwann hole ich ihn mir noch, ja. Und ja, aber wir haben krass gespielt, wir haben eine krasse Mannschaft. Ey, was eine Aufstellung wir letztes Spiel hatten. Wunderbar, übertrieben krass. Wir haben wirklich dieses Wolfsburg nach Strich und Faden dominiert, ja. Zerstört, ja, wirklich. Es ist einfach. Das geht auf jeden Fall in meine Top 5 Spiele, die ich niemals verstehen werde, wie man die hätte verlieren können. Das ist ein Spiel, das hätte man einfach zerrobben. 4-0 hätten wir die rausbannern müssen hier aus Frankfurt eigentlich. Aber okay. Aufgestaute Wut und Energie, ja. Haller, wir haben gesehen, er will. Und der Knoten wird jetzt platzen gegen dieses Gladbach. Wir werden die vernichten, ja. Und ihr wisst, ja, ich bin ja offiziell, der vierte Offizielle von Eintracht Frankfurt, der Verantwortliche, ja, für den sportlichen Erfolg, für alles, ja, nach Nico, Robert und Armin, ja, und, ja, ich habe die ganze Woche, habe ich versucht, zu erzählen und versucht, hier, Jungs, ja, also zum Trainerteam, Jungs, ja, wir müssen mal was tun, ja, es ist ein Türchen hier, ja, ich weiß, mein guter Freund, der Nico Kovac, sagt so, ja, wir spielen wieder in Gladbach, ja, wieder hinten dicht machen und vorne gucken wir mal, beten, vielleicht geht ja was, ja, das ist nicht meine Herangehensweise bei diesem Spiel. Er hat zwar drauf bestanden, ja, aber ich habe gesagt, hier, Jungs, ja, ich habe eine verrückte Idee, eine Alternative, ja, ein Experiment, ich möchte das mal durchsetzen, ja. Die waren nicht so dafür, ja, aber ich lasse mir hier nicht den Mund verbieten, ja. Ich bin zwar nur der Vierte, ja, aber ich habe genauso viel Kompetenz mindestens wie die anderen. Deswegen sage ich einfach euch, ja, mein Experiment, was ich gerne, wie ich aufstellen lassen würde, dieses Spiel. Und zwar, liebe Leute, ich habe eben gerade hier auf Transfermarkt.de, übrigens, wo ist mein Geld von Transfermarkt.de, ja, auch so nebenbei, da steht, der Guzman verletzt, also Zahn-OP, stimmt das? Ich habe nichts davon gehört, nirgendwo, ja. Wie kommen die darauf? Einfach haben sie sich einfach heute Morgen aufgewacht, ach, der hat eine Zahn-OP, komm, schreiben wir einfach mal. Keine Ahnung, ja, also steht verletzt, aber ich, da ich nichts gehört habe, denke ich mal, er kann spielen und so. Jedenfalls Aufstellung, ja, ich habe mir was überlegt, liebe Leute, und zwar im Tor, ja, natürlich Lukas Radetzky, unsere gesetzte Nummer 1. Ja, wir haben ja, es ist ja wieder komplett modern im Weltfußball geworden, mit der Dreierkette zu spielen. Wir haben das natürlich perfektioniert. Mein guter Freund Niko Kovac, der Fuchs ist es, er hat das ja aus einer Dreierkette, eine Fünferkette, Dreierkette, ja, der macht das schon schlau, ja, gemacht, hin und her. Und ja, hat natürlich dann auch Hasebe zum quasi Libero, also quasi zum zentralen Posten der Dreierkette ernannt, was der ja auch phänomenal macht. Allerdings habe ich mir jetzt Folgendes überlegt, ja, für dieses Spiel. Also, wir dürfen uns auf keinen Fall hinten reinstellen, das will ich nicht sehen, tut mir leid, mir ist egal, gegen wen wir spielen, ja, wenn wir gegen Barcelona, Real Madrid und Bayern und daraus ein Remix-Team spielen, wir stellen uns, ich will mich nicht hinten reinstellen, ja, dann verliere ich lieber 5-4, ja, aber da habe ich ein Fußballspiel gesehen, habe ich ein geiles Spiel gesehen, ja, und ich kann ja verstehen, ja, wenn man irgendwie ein Turnier spielt, man muss irgendwie, da gibt es so Taktik, Methoden, wie man Punkte kriegen kann und weiterkommt, bla bla bla, aber im Endeffekt, ey, wir sind Anfang der Saison, wir haben eine krasse Mannschaft, wir müssen uns einfach nicht verstecken, und das will ich damit sagen, ja, ich will auch kein Harakiri, dass wir tot reinlaufen, ja, aber ey, wir müssen uns nicht verstecken, wir haben eine krasse Mannschaft, und das will ich sehen, ich will, dass die Welt es sieht, ja, ich will stolz sein, ich bin stolz auf diese Mannschaft, ich will, dass die Welt sieht, ja,
dass wir Frankfurter immer schon die Besten waren. Die müssen uns eigentlich verstehen, ja. So, und deswegen habe ich überlegt, ey, ja, guck mal. Salcedo ist ja wieder fit und ich bin mir ziemlich sicher, dass er spielen wird. Links, nach Radetzky, er ist teuer. Viererkette diesmal, ja, pass auf. Willems, Salcedo, Abraham, Chandler. Pass auf. Fernandes, raus. Jetzt nicht wegen seiner Leistung oder einfach mal raus, ja. Das klingt jetzt hart, als ist nicht so gemeint, ja. So, Hasebe auf die Fernandes-Position. Also Viererkette, davor Hasebe. Neben Hasebe, de Guzman. Ja, Hasebe so ein Tick halt hinten, die Verknüpfung von Mittelfeld und Abwehr, weil Spielaufbau, Übersicht, Kämpfertyp, super Position für ihn, ja. Und das ist echt 20 Meter vor der Abwehr, ey. Das ist ähnlich die Position, nur dass er halt noch eine Absicherung hinter ihm hat, ja. So, der Guzman neben ihm, so ein Tick offensiverer Part, aber halt auch schon auf einer Linie mit ihm. Und dann, liebe Leute, quasi wir spielen in einem 4-2-2-2, ja. Also, Hasebe, der Guzman. Vor Hasebe de Guzman, ja, so ein Tick, ja, so Halbposition, sagen wir mal. Gacinovic, ey, der ist in der Form seines Lebens, an ihm führt keinen Weg vorbei, in der serbischen Nationalmannschaft getroffen. Und auch die ersten beiden Spiele phänomenal gespielt, Wahnsinn. Und jetzt, liebe Leute, ja, die serbo-kroatische Doppelzange, ja, diese Liga vernichten, ja. Tante Rebic ist zurück, ihr wisst, mein absoluter Lieblingsspieler aus der letzten Saison. Was heißt Lieblingsspieler? Er hat einfach krass gespielt, der kriegt davon wenig Respekt. Der scheiße spielt, ist halt nicht mein Lieblingsspieler. Aber hey, was der abzieht, ist der Wahnsinn. Deswegen hat er meinen Respekt verdient. Und ich bin so froh, dass er wieder zurück ist. Voll geil. Und sofort reinstellen, natürlich, ja, natürlich, ja. Mit seiner Dynamik, Kraft, Wucht. Und der spielt alleine die ganze Mannschaft von denen. Der zerstört die, ja. Ey. Niko Kovac, mein guter Freund, ich hab dir gesagt, bring ihm noch ein bisschen das Tore schießen bei und wir verkaufen den in 5 Jahren für 95 Millionen, ja. So. Ja, Gacinovic, Rebic. Boah, die serbo-kroatische Doppelzange, ey, Gacinovic ist noch, das wird unglaublich, ja. Und vorne Haller und Boateng, Mann, ich bekomme. Haller und Jebor wäre auch krass, ja. Also, Boateng, ja, es ist jetzt, ich will, also es ist jetzt kein Downgrade, ja. Haller und Boateng, ey, Leute, wäre das denn nicht eine krasse Aufstellung? Jetzt mal, sag ehrlich, ich hab denen gesagt, Nico, Robert, Armin, das ist so eine krasse Aufstellung, ja. Mal ein bisschen Viererkette, ja, dann ist halt Chandler und Willems so ein Tick defensiver und rennen nicht jede Sekunde nach vorne, ja, aber die können sich auch vorne einschalten, weil wir dann die Absicherung haben von Abraham, Salcedo, Hasebe, du Guzman im Notfall auch und alle müssen natürlich angreifen, aber was ein Pressing wir so spielen können, ja, wir haben vorne genug, ey, das ist doch eine krasse Alternative, ja, ey, Gacinovic und Rebic können über die Flügel kommen, der kann Hilfe kriegen von Chandler und der von Willems und dann haben wir noch vorne Haller und Boateng ist eh noch ein Tick hinter Haller und macht doch die Räume frei und Haller bestimmt die Bälle ab, legt auf Boateng auf. Leute, erzählt mir nicht, dass es nicht die geilste Aufstellung, die ihr jemals in eurem Leben gehört habt. Erzählt es nicht, ja. Ich weiß, ihr lügt, wenn ihr sowas behauptet, ja. Und dann haben wir immer noch Potenzial auf der Bank, was wir noch reinbringen können, Alter. Ich bin eh auch ein großer Fan von Kamada. Merkt euch meine Worte, der wird kommen, ja. Luka Jovic, Alter, da haben wir auch ein Juwel. Das ist ein Brecher, der wird vernichten, sage ich euch. Der wird noch richtig krass werden, ja. Und, ich möchte auch, wenn es nach mir geht, auch bitte nicht mehr solche Einwechslungen sehen, wo wir offensiv was tun müssen. Und absolut nichts gegen diese Spieler, die ich jetzt nennen werde. So, aber an Danny da Costa in so einer Spielsituation zu bringen, wie in der wir uns befunden haben in Wolfsburg, ist, ja, ich weiß nicht. Schieben wir es mal auf die mangelnden Alternativen eventuell. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber jetzt nichts gegen unseren Trainer und nichts gegen ihn persönlich so, aber das war jetzt einfach so, ja. Na ja, Gott, das ist auch noch da natürlich, ja. Und ich freue mich schon immer, Skarell. Denkst, wo ist eigentlich Stendera? Stendera ist ja auch noch da, ja. Stendera, ey. Dings, Wolf ist auch ein guter, glaub mir, Wolf ist ein guter. Besuchskopf, der schießt doch im Spiel, Freundschaftsspiel macht, dann dreht er auf, ja, dann muss er auch mal irgendwann eine Alternative werden, ja. Gebt euch das mal, was wir für Kader haben, wir werden die zerstören, ja. Wenn wir so spielen, wie ich gerade gesagt habe, ja, ich hoffe, unser Trainerteam hört auf mich, ja, dann gewinnen wir locker 7-0, ja. Es wird alles, die ganze Energie, die aufgestaut wurde, die letzten Spiele, ja, die kommt raus, die ganzen Tore werden fallen, ja. 7 Tore, wir schießen die alle, ja, das ist 7, ja. Ganz ehrlich, Haller, Knoten wird platzen, er macht 5 Tore und
Boateng macht auf jeden Fall sein Debüt-Tor und eins muss Salcedo. Das gönne ich ihm einfach. Das gönne ich ihm einfach. Ja? Nach der Verletzung, nach dem scheiß Konfett kam, den kein Mensch braucht, der verletzte sich so 4 Monate, was weiß ich wie lange, hat sich rangekämpft, ist wieder am Start. Bam, der macht's mit der Schulter, auch noch mit der Schulter, um es der Welt zu zeigen. Der Ball kommt, er macht so mit der verletzten Schulter. Tor, 90. Minute, ja, 7:0. Wolfsburg, nicht Wolfsburg. Gladbach, Gladbach. Ja, ist egal, beides Grüne. Beides Grüne. Yeah, also Gladbach, ja, ist okay. Ihr habt euch bemüht, ja, wird nichts gegen die Eintracht, ist ja wohl klar. Und in diesem Sinne, Eintracht-Fans, ja, ich wünsche uns allen ein super geiles Spiel. Lieber Kovac, ja, animieren Sie unser Team, ja, motivieren Sie unser Team, inspirieren Sie unser Team, ja. Und, ja, bestrafen Sie unser Team, wenn wir verlieren, ja, es geht so nicht weiter. Es müssen Punkte her, ich kann mir nicht noch ein Spiel angucken, wo wir den Gegner zerstören und keine 3 Punkte holen. Das geht nicht, das fällt aus, ja. Wir werden dieses Spiel gewinnen, müssen jetzt schon, ja. Es ist so, ja, es ist jetzt schon ein 6-Punkte-Spiel. Es ist so, hört auf rumzuholen, es ist so, ja. Und, ja, Gladbach, tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt schon im Vorfeld für die Klatsche, die ihr kassieren werdet. Das ist, so gehört sich das, ja, Ehrenmann. Und ansonsten, Eintracht-Fans, Nico Kovac, liebe Mannschaft, ich wünsche euch ein wunderbares Spiel. Es wird geil, ich freue mich. 15:30 Uhr, glaube ich, ja. Geil, geile Uhrzeit, beste Uhrzeit, was es gibt. Tipico läuft, Bundesliga läuft, Tipico, ihr wisst, ich muss jetzt immer sagen, hier unter dem Video ist mein Tipico-Link, ja, Account, könnt ihr euch anmelden, Bonus kassieren. Und ihr supportet mich, ich krieg ein bisschen Geld von Tipico. Ey, wunderbar, wunderbar, ja, macht das, meldet euch an bei Tipico auf meinen Namen, hier unten, Link, bam, alles wird gut. In diesem Sinne. Es wird gut. Wir sehen uns nach dem Spiel und ich freue mich. Es wird krass, Alter. Gladbach. Ciao. Ja. Halla. 5 Tore. Mindestens. Unter 5 Tore lädst du mich auf eine Pizza hin nach dem Spiel. Ja, es ist jetzt gesetzt. Ja. Alle haben gehört. 5 Pizza, ja.